So, Leute, so sieht man sich einfach mal wieder hier auf YouTube. Das hätte ich nie gedacht. Corona zwingt mich nochmal dazu, YouTube anzumachen. Bei welchem Spiel eigentlich? Trails of Fever? Nicht ganz. Trails of Fever Nummer 2 spiele ich ab sofort. Was es alles auf sich hat und dass ich nicht nur heute, sondern schon eine längere Zeit wieder aktiv bin, komme ich natürlich jetzt dazu. Was hat natürlich auch einiges mit Twitch und YouTube und Urlaub. Aber wir fangen jetzt mal an hier. Wir sind ja da zum Spielen und nicht nur zum Reden. Trails of Fever 2 habe ich einmal im Stream angespielt, war so lala. Und jetzt fange ich aber an. Aber eine Sache habe ich gemacht. Ich fange nicht ganz früh an. 1970 oder 60 war man einfach kann ich fangen. 18 fahren bei 1900 an. 1900 ist eine schöne Zahl. Es gibt ein paar Fahrzeuge, die ist schon, die jetzt. Da gibt so. Natürlich ist es wieder anfängt. Aber man sieht es ja nicht ganz so dämlich, wenn er manchmal so aussieht oder manchmal so. Ja, okay. Es ist okay. Und zwar muss man jetzt. Es hat sich so verdammt vieles bei diesem Spiel geändert. Man kann jetzt diesen Bahnhof einfach mal selber konfigurieren. Man kann sagen, okay, ich möchte nicht nur Dings haben, ich möchte bitte auch hier. Passagierplattformen haben und dann habe ich einfach mal Passagierplattformen hier dran. Oh. 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 Und dann kann ich einfach mal noch ein Gleis annehmen. Und dann habe ich ein Passagiergleis. Ist das nicht Hammer? Weil ich natürlich sage, ich hätte hier vielleicht am liebsten mal ein Gleis gesetzt. Und wie ich irgendwas lösche, weiß ich nicht. So, Spaß beiseite, YouTube. Wie kam ich dazu, wieder zu sagen, okay, Mansi geht auf YouTube wieder unterwegs? Gibt es eine ganz einfache Erklärung und Lösung natürlich. Ich bin jetzt auch relativ viel zu Hause, so wie manche Personen. Hier sind noch verlieren. Oh, das ist das. Na gut. Kann ich eigentlich sagen? Okay, das macht er nicht mehr. Der macht bis hier vor, dann war es das. Okay, gut. Wir müssen aufpassen mit dem Geld. Natürlich, dass wir nicht so viel verschwenden. Ja, ganz zugezwungen werde ich jetzt nicht nochmal YouTube zu machen. Aber YouTube hat seit langem nichts mehr von mir gehört. Deswegen habe ich mir gedacht, yo, YouTube, da bin ich wieder. Herzlich willkommen in meinem Video. Glaube ich, einen Kopfbahnhof machen. Wäre mir vom Aussehen viel lieber, als wenn es dort noch durch die Stadt geht. Und man kann hier so vieles hier verändern. Deswegen ist das Geile. Wir konfigurieren einfach uns einen Güterbahnhof noch rum und sagen noch, ey, du brauchst noch Passagiere dran. Und dann so Passagiergleis haben. Wobei, so ist es wieder falsch. Ach, meinen Sie. Den Kopf zu machen. Brauchen noch gleich so viel Geld. Ich weiß noch nicht mal, welche Fahrzeuge es gibt. Naja, also. Jedenfalls, ich bin noch auf Twitch unterwegs, so, Jungs und Mädels. Für die Leute, die es interessiert, ich bin noch auf Twitch. Hätten sich viele nicht gedacht, aber ja, seitdem meine Freundin noch hier ist. Wir sind an sich schon zusammengezogen. Und. So. Genau. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einen eigenen Kanal. Also für alle, die es interessiert, und ich komme euch dran, denke, Neko Gaming World, ein Kanal von Mansi und Mansis kleiner Freundin. Und ist ganz einfach, ganz schnell. Schmerzlos, eine ganz kurze, süße Strecke. Wir werden noch hier. Wenn wir rüberfahren lassen. Wir machen es am besten gleich. Doppelgleisig bis rüber. Das wird noch am Fahrzeug ein bisschen klein. So, doppelgleisig gleich bis rüber gelegt.
richtig. Wir lassen aber erstmal den Passagierverkehr dann anlaufen und kümmern uns dann darum, dass wir die Steine hier rüberfahren, von hier drüben hierhin fahren und dann hier rüber. Hier Steine. Was kannst du? So, Fahrzeugdepot. Machen wir hier unten so schön in die Ecke. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich werde so versuchen, die Parts ungefähr 10 Minuten zu halten. Gerendert oder bearbeitet werden die Sachen nicht. Dafür habe ich meine Programme nicht mehr, weil ich musste mein PC mal zurücksetzen. Dadurch habe ich sehr viel Zeug verloren. Heißt auf gut Deutsch, wir haben kein Renderprogramm, kein Schneidprogramm im Moment. Hier ungefähr anfangen. Oder beziehungsweise ich habe kostenlos und nicht meine letzten, ich habe auch keine Intros im Moment. Es ist nicht mehr so richtig der Mensch, den ihr damals gekannt habt. Wie gesagt, wir sind auf Twitch unterwegs. Wir lassen uns nicht ganz so einzeln und alleine gehen. Und wir probieren immer uns ein bisschen aus. Simulationsfreudig sind wir. So, Schleiz. Jetzt hier rüber. Mach geil sein. Könnte man jetzt sogar. Nee, man kann sogar nicht ändern, dass er auf. Terminal, ja, für mich ist es ja eigentlich 2, das ist ja 1 und 2, aber lassen wir es mal dabei. So, Linie benennen tun wir erst später, wir gucken erstmal, was haben wir für Züge. Das ist für mich jetzt eine Überraschung pur. Wir sind natürlich noch ein Dampffahrzeug. Und wieso habe ich so viel? Für den Grund, ganz einfach, ich habe gesagt, okay, ich mache es ganz einfach. Ich mache alle Länder, die es gibt. Wir haben amerikanisch, wir haben europäisch, wir haben russisch. Warum russisch? Weiß ich nicht, aber ich kann schon 100 fahren. Wir holen uns aber, sind wir noch im BR? Deswegen werde ich wahrscheinlich hier holen. Die russische 60 km/h. Geil ist natürlich auch, wenn ich mir die jetzt hole für 1,5 Millionen. Das geht mir ein bisschen zu, habe ich für den Anfang. Auch Lebensdauer und sowas, das ist Emissionsaustritt, das muss man alles jetzt mit gucken. Aber die sieht so komisch aus. Wir nehmen die, auch wenn mich das vielleicht irgendwie töten wird. Aber naja, gut. Sechsachsiger Personenwagen. 20. Ist das hier? Wenn wir jetzt umso mehr wir dranhauen. Sagt er, okay, jetzt ist er mittelmäßig, jetzt ist es zu schlecht, jetzt ist er viel zu lang. Das schafft der Zug nicht. Es ist genial. Also wir werden bei diesem Zug, wenn wir erstmal 40, glaube ich, nehmen, ist er schnell hin und her. Und 4 Mille ist das schon. Das schon habe ich. Wir werden es natürlich aber auch gleich mal, solange wir Geld haben, noch um den anderen kümmern. Das will ich noch in diesem Part machen und dann werde ich natürlich schon den Part schließen. Anfangen tut man ja mit denen hier. Und so eine russische Clarks GV mit 190 kN, das ist natürlich schon der Oberhammer, das ist schon ein ganz schöner Sprung hier. 200, wir werden glaube ich die hier nehmen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, nicht, dass man doppelt kauft. Das ist mir immer auch mal passiert. Nehmen wir die hier. Cargo brauchen wir für Steine. Das ist natürlich die Frage, welche müssen wir nehmen? Welche
Speicher ist dafür geeignet. Okay, der ist dafür geeignet. Schön und gut für Stein, Eisenerz, Kohle und Getreide. Aber kann ich... Ah, hier. Wir bauen einen Rubenbaum. Vier. Fünf. Dann brauchen wir natürlich noch die offenen. Die hängen mal hier hinten dran. Eins, zwei, drei, vier. Mittelmäßig kaufen wir uns. Und dann werden wir natürlich nächstes Mal werden wir noch die Strecke eröffnen. Ich melde mich natürlich wieder. Ich finde es erstmal schön, dass ihr wieder da seid und mich als lebendig seht. Nächstes Mal kümmern wir uns darum, dass wir das hier dahin bauen. Natürlich auch hier rüberfahren und dann hier rum. Und dann fährt er zurück. Überlege ich mir noch in den 2 Sekunden, wo ich den Part beende. Ich hoffe, der Ton ist gut und sonst was weiter. Weitere Erklärung im nächsten Part. Mal gucken, wie ich wieder ankomme auf YouTube. Bis dann. Tschüssi.